Herzlich willkommen zu Let's Play Black Mirror Teil 3. Ich freue mich wie Schmitzkatze. Es geht endlich aus die Story. Die ersten beiden Teile haben wir durch. Und dann wollen wir auch direkt mal loslegen mit Teil 3, wo die Story endet. Und wie immer bei Zwischensequenzen versuche ich still zu sein oder Sprachausgabe. Was haben Sie hier verloren? Helfen Sie mir, ich werde verfolgt! Sie sind hinter mir her! Sie wollen mich umbringen! Der Orden! Die Akademie, sie ist eingestürzt! Meine Schwester und meine Mutter sind tot! Also wie er da rausgekommen ist, wird leider nicht erklärt. Aber es geht genau da weiter, wo Teil 2 aufhört. Das ist der Kerl, den wir suchen. Dieser Ami. Was? Na, was für ein Zufall. Mr. Michaels, ich verhafte Sie wegen des Verdachts, Miss Amanda Valley ermordet zu haben. Und vermutlich auch wegen Brandstiftung. Was? Nein! Constable, abführen! Zwölf Stunden vor der Verhaftung. Inspektor, ich glaube, ich habe Sie gefunden. Klingt schon wieder direkt sehr atmosphärisch an. Auf die Kollegen, hier ist nichts mehr zu machen. Sie hat sich doch nicht selbst... Wieso nicht? Vielleicht war ihr kalt und da hat sie sich ein bisschen angezündet. Scheiße, Mann! Sie wurde verdammt nochmal ermordet! Hab ich es nur mit Holzköpfen zu tun? Egal. Spuren werden wir wohl keine mehr finden. Es hat die ganze Nacht geregnet. Du bleibst hier und wartest auf die Kavallerie. Ich werde mich im Dorf umhören. So früh schon wir, Herr Inspektor. Ich bin dienstlich hier, Tom. Ich weiß nicht, ehrlich. Mein Bruder Bobby ist mein Zeuge. Kennst du Amanda Valley? Leider ja. Der schuldig noch Kohle. Lass stecken und kauf ihr einen Kranz dafür. Ey, Kacke, wieso? Ist sie tot? Kann man so sagen. Verbrannt. Vermutlich gestern Abend zwischen 18 Uhr und Mitternacht. Wo warst du da? Hey, Inspektor, du weißt, dass ich niemanden umbringen würde. Schon gar nicht wegen ein paar lausiger Kröten. Ich war mit Bobby unterwegs in einem Vergnügungspark. Elton Towers oder so. Sind erst ziemlich spät nach Hause gekommen und dann gleich ins Bett. Weißt du, ob Miss Valley Feinde hatte? Außer den Gordons? Die Gordons? Na, ihr Bruder wurde damals von diesem Samuel aufgeschlitzt. Das war noch vor deiner Zeit hier. Seitdem hasst sie diese Sippe wie die Pest. Hast du mal ihre Wohnung gesehen? Die ist total irre, sag ich dir. Sonst noch ein Tipp? Hast du diesen Ami schon gesehen, der hier seit ein paar Tagen rumschleicht? Dem würde ich mal auf die Finger gucken. Ich glaube, der hat Dreck am Stecken. Vor ein paar Tagen hat er sich vor dem Pub mit der Valley unterhalten. Na, und mich hat er nach Einbruchswerkzeug gefragt, hm? Keine Ahnung, wie er gerade auf mich kommt. Aber das klang schon sehr verdächtig. Sechs Stunden vor der Verhaftung. Da suchen wir weiter. Heilige Scheiße. Die ist wirklich noch nicht drüber weg. Was haben wir denn hier? Interessant. Aha. Darren Michaels, Biddeford, Maine, letzte Woche. Ich verwette meine Eier, dass das der Ami ist, den Tom erwähnt hat. Inspektor! Inspektor! Das Schloss brennt! Na klasse. Als ob eine verbrannte Leiche nicht schon genug wäre. Mal los! Hören Sie mir doch erstmal zu, Mann! Sie können doch nicht einfach... Los zum Auto. Mit einer glimmenden Fackel am brennenden Schloss erwischt. Wenn das nicht meine Fahrkarte aus dem Dreckskaffee ist, dann weiß ich auch nicht. Kap
Kapitel 1. Also wie die beiden ersten Teile ist das auch in Kapitel aufgeteilt. Drei Wochen später. Sie haben sich also in diese Frau verliebt. Angelina. In Angelina verliebt, ohne zu wissen, dass sie ihre Schwester war. Sie hat sie nach England gelockt, nach Black Mirror Castle, in das Schloss ihrer Ahnen, um sie als Schlüssel zu benutzen für ein altes Ritual. Das habe ich doch richtig verstanden, nicht? Bitte seien Sie so nett und legen das Feuerzeug weg, in Ordnung? Sie sagten, es ging dabei um einen Fluch, Adrian? Sagen Sie es mir. Ich weiß nur, dass ich mein Blut auf ein Buch geträufelt und unverständliche Worte vorgelesen habe. Und dann, zack, schwarz um mich herum. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, sind Geräusche im Wald hinter mir, die näher kommen. Alles in allem ein Albtraum erster Güte. Wahrscheinlich hat das Ritual funktioniert und jetzt bin ich besessen von einer jahrhundertealten bösen Seele, die meinen Körper nach ihrem Willen lenkt. Sie glauben, eine zweite Seele in sich zu tragen? Oh, Adrian, das Gefühl kenne ich nur zu gut. Aber glauben Sie mir, niemand ist verflucht. Kinder glauben immer, dass sie schuld an dem sind, was die Erwachsenen erleiden. Diese Schuldgefühle haben sich in ihre Seele eingebrannt. Also, wie war es für Sie, Ihre leibliche Mutter nach all den Jahren zu treffen? Sie meinten, Sie hätten nicht viel Zeit gehabt, um mit ihr zu reden. Nein. Sie wurde von Angelina als Geisel genommen und kurz darauf starben sie dann beide. Sie sind in den Abgrund gestürzt, im Ritualraum. Im Ritualraum, genau. Und Ihre Pflegemutter in Amerika, konnten Sie sich mit ihr noch einmal aussprechen? Nein. Sie lag im Koma, bevor sie starb. Na gut. Vielleicht sollten wir die düsteren Geschichten mit den Frauen in ihrer Familie erst einmal ruhen lassen und uns nicht ganz so dunklen Dingen zuwenden. Reden wir über ihren Vater. Moment noch, Constable. Wir sind noch nicht fertig. Vielleicht könnten wir das Thema auf morgen verschieben. Wie Sie wollen. Ich will ja nicht drängeln, aber der Inspektor hat etwas Wichtiges mit Mr. Michaels zu besprechen. Und Sie wissen ja, wie der Inspektor ist. Es geht wohl um die Kaution. Ist sie ihm immer noch nicht hoch genug? Es gibt doch sowieso niemanden, der auch nur ein Penny für mich ausgeben würde. Sagen Sie das nicht. Na dann, Doc, haben Sie 5000 Pfund übrig? Naja, also... Das darf ich gar nicht, Adrian. Ich bin Ihre behandelnde Ärztin. Klar. Mr. Michaels, kommen Sie jetzt bitte. Falls Sie noch etwas zu besprechen haben, Adrian, ich bin die meiste Zeit hier. Und Zack, richten Sie dem Inspektor aus, er soll sich an die abgemachten Zeiten halten. Ich platze auch nicht rein, wenn er gerade ein Verhör führt. Ja, Ma'am. Ich sag's ihm, ganz bestimmt. Na, wie geht es deiner geschundenen Brandstifterseele? Wird sie auch schön von der lieben Frau Doktor getätschelt? Ich hoffe, du siehst jede Nacht die brennenden Gesichter der vier armen Seelen, die du auf dem Gewissen hast. Danke der Nachfrage. Weißt du was? Ich habe langsam keine Lust mehr, mich mit dir rumzuärgern. Am liebsten würde ich dich abschieben lassen. Sollen sich doch deine Landsleute deine Märchen anhören. Aber leider geht das nicht. Wenn sie ordentlich ermitteln würden, hätten sie längst Beweise für meine Märchen gefunden. Und jetzt sagt der Verbrecher mir auch noch, wie ich meinen Job zu machen habe. Constable Zack ist 2 Tage lang durch die dämliche Kanalisation gerannt. Und was hat er gefunden? Nichts! Der ach so geheimnisvolle Orden von Miss Valley. Pustekuchen. Von dem hat hier niemand etwas gehört. Die hatten einen Versammlungsraum in der Mine. Und Victoria weiß darüber auch Bescheid. Versammlungsraum? Dass ich nicht lache! Da hat Miss Valley Vorlesungen gehalten über diese verfluchte Gordon-Sippe. Und die alte Schachtel spricht nicht mehr seit dem Brand. Gordon-Sippe, alte Schachtel? Hören Sie auf, so über meine Urgroßmutter und meine Familie herzuziehen. Deine Familie? Naja, eigentlich würdest du gut zu den Irren passen. Alles klar. Kann ich jetzt wieder in meine Zelle?
Leider muss ich dich aus dem Paradies rausschmeißen. Jemand hat eine Kaution gestellt. Wie war das? Wer? Scheint jedenfalls kein Freund von dir zu sein. Wollte anonym bleiben. Na egal, hol deine Sachen und hau ab. Aber nicht zu weit, sonst muss ich eine Fahndung ausschreiben. Wäre so ziemlich das Dümmste, was dir passieren könnte. Das glaube ich sofort. Umso besser. Dann kannst du jetzt brav deine Sachen aus deinem Apartment holen. Dieses Tippsystem gibt dir zu Beginn des Spiels Informationen zur Bedienung. Möchtest du keine Hinweise erhalten, deaktiviere die zusätzliche Hilfe im Optionsmenü. Wir lassen uns erstmal drinnen, weil auch einige Zeit wieder vergangen ist, seit Teil 2. Und das war ein recht langer Vorspann gewesen. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, Leertaste ist für die Symbole zu entdecken. Okay, wie immer schauen wir uns alles an. Der hängt da bestimmt nur zur Dekoration. Bei dem Wetter hier. Kalter Kaffee. Und es ist immer noch so, wenn wir einmal gemacht haben und es nichts mehr zu entdecken gibt, dann hört es auf. Ansonsten muss man es mehrmals anklicken. Kaffee wäre mir jetzt lieber. Oder er hat vielleicht noch eine Bedeutung. Soviel ich weiß, gibt es hier keine Asservatenkammer. Gesammelte Indizien und Beweismittel werden in diesen Spinden aufbewahrt. Sie sind grundsätzlich verschlossen. Die Notrufzentrale. Wie man sieht, ist sie rund um die Uhr besetzt. Ein Kopierer. Sieht im Vergleich zum restlichen Mobiliar recht modern aus. Ein Kopierer. Ihr seht, man kann ihn weiter nutzen. Ein Kopierer. Das heißt, er hat nochmal eine Bedeutung. Ich schätze, das sind die Zellenschlüssel. Mal abgesehen davon, dass hier jeder bemerken würde, wenn ich sie mitnehme, ist meine Zelle eh offen. Constable Zack scheint in Ordnung zu sein. Sehr gesetzestreu und so. Kann ich kurz stören? Nein. Der will das nicht. Mistkerl. Spooner. Das ist Chief Inspector Spooner. Der Mann, der mir die letzten 3 Wochen das Leben zur Hölle gemacht hat. Ein wahrer Sonnenschein. Spooner hieß nicht auch so der FBI-Chef da bei Mulder und Scully von Akte X? Die Leertaste zeigt dir alle verfügbaren Objekte, aber ich glaube, wir brauchen das nicht. Menü. Optionen. Das ist alles in Ordnung. Spiel. Tipps anzeigen. Das ist das, oder? Genau. Zusätzliche Spielhilfen während des Spiels. Was genau soll das denn sein? Ich glaube, dann kann ich vorseppen irgendwelche Sachen. Da müssen wir mal schauen. Das werden wir wohl nicht brauchen, aber wir lassen es mal drin. Der Weg in die Freiheit? Er zum großen Bruder vom kleinen Scheißhaufen. Verranzte Kacheln. Warum sollte der Fußboden besser aussehen als der Rest? Das Waschbecken, auch genannt Ersatzklo. Auf diesem Kopfkissen, in diesem unbequemen Bett habe ich die letzten 3 Wochen geschlafen. Mittlerweile riecht es gar nicht mehr so streng. Ja, vielleicht haben wir irgendwo noch was dabei. Seit ich hier bin, war das obere Bett nie belegt. Nur in der Nachbarzelle ist ab und zu mal jemand. Ja, mit dem quatschen wir gleich, dem Matt. Wäre schön, wenn die funktionieren würde. Die Spülung funktioniert nicht. Im Vergleich zu diesen Toiletten ist eine Müllhalde steril. Warum es in einer Zweierzelle nur einen Schrank gibt, weiß wohl nur die Polizei von Willow Creek. Ja, such mal Sachen. Ein Bleistift. Ja. Mein Bleistift? Aber wo ist mein Tagebuch? Der Spind war offen und mein Tagebuch ist nicht hier drin, verdammt. Meine Lektüre der letzten 3 Wochen. Oder der Bulle. Die geistigen Ergüsse meiner frustrierten Vorgänger. Süßer Vogel Freiheit, ich komme. So, jetzt haben wir nochmal Matt. Mein freundlicher Mitgefangener Matt Newcastle. Einer von den Leuten, vor denen mich meine Mutter immer gewarnt hat.
Hast du mein Tagebuch gesehen? Dein Tagebuch? Und ich dachte, es wäre das von einem Irren. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist im Ritualraum. Was ist schiefgegangen? Wie hast du meinen Spind aufbekommen? Lass das sein! Constable! Oder noch schlimmer? Was, wenn nichts schiefgegangen ist? Wenn Mordred befreit wurde? Wenn er Besitz ergriffen hat von mir? Mich nach seinem Willen lenkt? Bitte, hilf mir! Irgendwer! Dass ich nicht zum Mörder werde! Gib das her, du Schwein! Ich will keine Marionette von Mordred sein! Ich will, dass dieser Bastard wieder verschwindet. Zurück in die Hölle, aus der er gekommen ist. Ich bring dich um, ich mach dich fertig. Ich will kein Mörder sein. Wuhu, mach, dass ich mir nicht in die Hosen scheiße. Ich hab Angst. Zack, tot. Was ist denn mit dir los? Hey, Scarface! Na, vergiss es, du Spinner. Tja. Also, das hat er nicht wirklich getan. Aber er hat es sich wahrscheinlich vorgestellt. Tagebuchseiten. Schauen wir uns die mal an. Matt, dieser Bastard hat mein Tagebuch zerrissen. Das sind die einzigen Seiten, die ich noch retten konnte. Und die meisten davon sind leer. Einer der wenigen Gegenstände, die ich mit in meine Zelle nehmen durfte. Los, Bleistift mit Matt benutzen. Ich weiß nicht, was eben mit mir los war. Aber ich halte lieber erstmal Abstand zu diesem Typen. Bring ihn um! Na gut, dann eben nicht. Also, es sieht aus, dass er wie Samuel... Hier bitte unterschreiben, dass Sie die Kautionsbestimmungen gelesen haben und darüber belehrt wurden, sich täglich bei Dr. Winterbottom zu melden. Bei unserem... Das hier ist eine Bestätigung über Ihren Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der vorläufigen Entlassung. Aber hier kann man nur gut oder sehr gut ankreuzen. Geht es Ihnen denn schlecht? Nein. Na also, unterschreiben nicht vergessen. Hier ist Ihr Geldbeutel. Ausweis behalte ich. Und hier müssen Sie unterschreiben, dass Sie Ihr Zeug erhalten haben. Sind Sie sicher, dass Sie mir bei der ganzen Unterschreiberei nicht heimlich ein Geständnis unterschieben? Das ist nicht erlaubt. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt, was? Warten Sie mal. Ich glaube, ich war zu voreilig. Da fehlt ja eine 500.000. Das hätten Sie vor dem Unterschreiben überprüfen sollen. Nachträgliche Beschwerden richten Sie bitte an die Zentrale in London. Trafalgar Square. Schon gut, schon gut. War nur ein Witz. Sind wir dann soweit? Ja, Sie können jetzt gehen, Mr. Michaels. Amen. Amen. Ach, Mr. Michaels? Gibt's noch was zu unterschreiben? Nein, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass Ihr Anwalt davon ausgeht, dass Sie bald mal anrufen. Hier ist seine Visitenkarte. Okay. Eine Visitenkarte, den bis später, Psychiater immer anrufen. Endlich frei. Naja, relativ. Zumindest kann ich jetzt auf eigener Faust meine Unschuld beweisen. Mal sehen, was mein Anwalt von mir will. Das sieht jetzt schon ein bisschen anders aus bei dem Teil 2, weil ich glaube, das hier ist die Kneipe, der Pub, den kennen wir. Und hier rechts stand dieser Jahrmarktstand, der war bloß nicht Jahrmarkt, sondern war hier diese Chili-Bude gewesen. Und hier konnte man eigentlich noch gar nicht hin, zum Polizeirevier. Teil der Emmas Laden, Briefkasten. Briefkasten, nichts Besonderes. Wir könnten zur Telefonzelle. Ja, Visitenkarte, benutz mal. Ruf mal an. Dr. Jones von der Anwaltskanzlei Jones und Partner. Hallo Dr. Jones, Darren Michaels hier. Man hat gesagt, Sie wollen mich sprechen. Ah, Mr. Michaels, ja. Die Ermittlungen stagnieren. Solange keine Beweise für die gegen Sie vorgebrachten Beschuldigungen vorliegen, kann keine Anklage erhoben werden. Das ist gut.
Auf der anderen Seite wollen ihre Landsleute mit in den Ring steigen. Die amerikanische Botschaft sitzt uns im Nacken. Das ist schlecht. Und was bedeutet das konkret? Naja, dass sie noch eine ganze Weile in Willow Creek festsitzen. Inspektor Spooners Ermittlungsmethoden. Sie hatten letztens angedeutet, dass Sie damit unzufrieden sind. Ja, es kommt mir vor, als würde dieser Spooner keinen Finger mehr krümmen. Inspektor Spooner wollte so schnell wie möglich den Fall abschließen und einen Schuldigen präsentieren. Er muss Erfolge vorweisen, um wieder nach London zurückzukommen. Aber er hat sein Pulver verschossen. Jetzt hofft er, dass die Botschaft ihm den Fall abnimmt, damit er ihn nicht als Misserfolg verbuchen muss. Um die Wahrheit geht's ja scheinbar nicht. Die Wahrheit, Mr. Michaels, ist bekanntlich die Erfindung eines Lügners. Aber dass die Kaution bewilligt wurde, ist doch ein gutes Zeichen. Und dass sich jemand gefunden hat, der sie bezahlt, ist noch besser. Vielleicht sollten Sie, jetzt wo Sie wieder auf freiem Fuß sind, selbst nach Hinweisen oder Ermittlungsfehlern suchen. Am besten, Sie beschaffen sich eine Kopie Ihrer Akte. Mhm. Und jetzt haben wir wieder mehrere Möglichkeiten, hier irgendwie zu antworten. Aber es hat keine große Auswirkung, weil wir müssen sowieso immer alles fragen. Sind Sie davon überzeugt, dass ich unschuldig bin, Dr. Jones? Natürlich, Mr. Michaels. Könnte ich Sie sonst vertreten? Trotzdem sollten wir uns beeilen, ein paar stichhaltige Beweise dafür zu finden. Dieser jemand, von dem Sie behaupten, dass er es gut mit mir meint, hat die Kaution anonym gestellt. Können Sie herausfinden, wer das war? Kein Problem. Wird aber ein paar Tage dauern. Diese Psychositzung, wie lange muss ich die noch mitmachen? Ein paar Runden müssen Sie schon noch durchhalten. Es ist zu Ihrem Besten. Das letzte Gutachten wurde abgelehnt. Was soll das jetzt noch bringen? Vergessen Sie doch die Behörden. Schon mal dran gedacht, dass Sie die Therapie vielleicht wirklich brauchen? Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Sind wir das nicht alle? Mal ganz im Ernst, Mr. Michaels. Tun Sie was für Ihr Seelenheil. Sollte es zu einem Prozess in den Staaten kommen, können Sie mit Ihrer irren Familiengeschichte nicht bei den Geschworenen punkten. Also hören Sie auf zu verdrängen und kommen Sie endlich aus Ihrer Deckung, Mann. Sie meinten, ich soll mir meine Akte ansehen. Ist das denn so einfach möglich? Das hängt von dem zuständigen Inspektor ab. Aber wenn Sie sich etwas einschmeicheln, lässt er Sie vielleicht mal reinschauen. Andernfalls könnte ich auch eine Kopie anfordern und Ihnen zukommen lassen. Das dauert mir zu lange. Ich versuche selbst ranzukommen. Also das wird wieder ein Rätsel sein. Gut, dass da in dem Raum auch ein Kopierer gewesen ist. Dr. Jones, konnten Sie etwas zu meiner Identität herausfinden? Die Polizei hier scheint sich da keine Mühe zu geben. Ja, die Sache mit Ihrer Identität, Mr. Michaels, lässt sich im Augenblick schlecht nachweisen. Finden Sie Dokumente, Geburtsurkunden, solche Dinge. Aber vergessen Sie darüber nicht, weiterhin die Therapiesitzung wahrzunehmen. Wie auch immer. Ich melde mich wieder. Kopf hoch. Angriff ist die beste Verteidigung. Attacke. Ein Kärtchen. Was haben wir denn hier? Eine Visitenkarte von einer Wahrsagerin. Madame Fortuna. Hier erfahren Sie Ihre Zukunft. Und Ihre Telefonnummer. Bei der werden wir jetzt gleich mal anrufen. Aber ein ich würde großes sagen, Wagenrad. Die Zeiten, in denen Leute darauf gerädert worden, sind zum Glück lange vorbei. Ich würde sagen, wir machen mal hier einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.